Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam hochgeleddert StarCraft 2. Wir mussten beim letzten Mal eine bittere Niederlage einstecken. Ja, eine sehr bittere. Ja. Die ärgert einen sehr, sehr, weil. Wenn wir einfach sofort auf R gegangen wären, wo wir den Gedanken hatten, auf R zu gehen, hätten wir sie wirklich fertig gemacht. Weil sie hatten die paar komischen Lava-Viecher da, hätten wir ausweichen können und ihre komischen Hydras hatten sie nicht wirklich viele davon. Ja. Und hätten ihre komischen Lurkers ihnen auch nichts gebracht. Ja. Naja, gut. Im Großen und Ganzen sind wir einfach zu spät auf die High-Level-Units quasi gegangen. Ja. Und ja, jetzt versuchen wir es besser zu machen. Ja, okay. Dann drücken wir auf Play. Ach nee. Ja, und wir sind wahrscheinlich nur so ein oder zwei Siege eigentlich von Silber entfernt. Aber seitdem wir das wissen, seitdem kriegen wir keinen Sieg mehr. Ja. So ist das. So ein Dreck. Und ich scherzte noch. Ab jetzt gewinnen wir nicht mehr. Ja, warum hast du es gesagt? Du hast einen Fluch über uns gesprochen. So, Protoss. Protoss, Lilith. Lilith und Bloody Angel. Ich glaube, gegen Lilith haben wir auch schon mal gespielt, bin ich der Meinung. Irgendwie ja, ne, Lilith? Ach, guck mal, Central Protocol, wo sie gerade rumschrauben. Ja. Na, dann schauen wir mal. Good luck, have fun. Protoss spielen sie, ne? Ja. So, was haben sie jetzt geändert? Ach, interessant. War das hier nicht die Map, wo immer hier sonst hier an der Stelle Felsen waren? Ja. Die Felsen sind jetzt nicht mehr da. Da ist er jetzt hoch, also man kann da nicht mehr einfach so rüber. Mhm. Ah, okay. Das ist ja interessant. So, Orden Probe ist bereit. Die Probe ist bereit, okay. Das ist interessant, okay. Doch, deren Probe hat uns bereits entdeckt. Ja, und guckt da im Unsichtbaren herum. Da hat er schon mal hingeschickt. Sieh den. Hä? Da. So. Die fährt davon. Gut. Kann natürlich trotzdem immer noch sein, dass sie vorm Eingang jetzt rumnuschelt. Und so, wir haben so eine hohe Sichtweite, aber ich gehe mal kurz runter hin. Fiese Dinge sie baut. Aber das wollen wir jetzt einfach mal nicht vermuten. Nee, bisher baut sie noch nichts. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Cheeses weniger werden. Also zumindest bei uns so, auf unserem Niveau. Okay, sie haben vorne an die Rampe direkt mit Heilen und Warpgate gebaut. Ja, das mach ich gegen Protoss auch öfter mal. So. Ein Gas haben sie, ich habe das zweite ihn jetzt erstmal abgeknöpft. Und zwar machen die das, um Cannon Rushes zu frühzeitig zu sehen. Mhm. Habe ich die Freigabe für einen Pylon? Ja. Die Map hier nicht. Du magst diese Map nicht? Nee. Warum? Weiß ich nicht, weil die Natural ist so weit weg und da sind überall diese riesen Rampen und. I don't like it. Och, diese Probe da. Die mir auf den Nerv. Ha, Adept. Sie haben bis jetzt noch gar keine Einheiten. Sie haben auch noch keine zweite Base. Hm? Das ist ja eine abgefahrene Strategie. Passt auf, haben, Leute! Haben sie aus Versehen eine so Gold geschickt? Moment, muss ich kurz gucken. Ich meine, sie können auch momentan keine zweite nehmen, weil ich dann Peilen halt hingesetzt habe. Mhm. Sie haben auch nur ein Gas. Und sie haben aber auch, glaube ich, keine Gold genommen. Ja, auch gut. Passt auf, Leute, unser Plan. Wir bauen keine Einheiten und nehmen keine Basen. Mit Friede zum Sieg. Jetzt greifen sie unseren Pylon an. Und haben einen Stalker. Aber auf jeden Fall sind wir, was die Echo angeht, vorne. Es sei denn, sie gehen auf One Base. Aber One Base Protoss ist ja eigentlich sehr
sehr selten. Passiert schon, aber sie wären dann auch sehr spät dran, muss man sagen. Auch wieder war ja. Also es kann natürlich trotzdem sein, man sieht ja am Arken nicht, wie gut, also auf welchem Level die Gegner sind. Okay, zwei Stalkerchen haben sie jetzt. Und können jetzt erst das zweite Gas nehmen und jetzt die zweite Base. Ach, guck mal, was sie da haben. Was haben sie denn? Da, ein Pfeil bei uns angesetzt. Schweine. Gar nicht gesehen. Macht ja nicht, solange man es irgendwann sieht. Also rechtzeitig. Egal. Ach, nur irgendwann ist natürlich schlecht. Ja, aber das Ding ist Schrott. Macht also nichts. Hat nichts bewirkt. Außer ein bisschen Spähen. Das wäre. So, wie schaut's hier aus? 12. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 9. Leg grad, wir könnten theoretisch versuchen, diese Gold da hinten zu nehmen, einfach. Damit rechnen die niemals. Ist allerdings halt sehr weit weg. Ja. So. Okay, jetzt haben sie zweite auf jeden Fall. Allerdings noch komplett unsaturiert. Die zweite haben sie jetzt zwar, aber ist noch komplett unsaturiert. Ja. Zu deiner Info, ich baute einen Dark Shrine. Oh, sehr schön. Dark Shrines sind witzig. Und jetzt eine Robotics, damit wir nicht selber Opfer eines Dark Shrines werden. Yep. Okay, Warp Gates, zwei Stalkerchen. Wie können wir mehr Gas brauchen? Das ist alles vollgepackt, das Gas. Jetzt fangen sie erst an, überhaupt die zweite Basis zu saturieren. Weißt du was, ich gehe mit den paar Truppen, die wir jetzt haben, mal rüber. Gut. Mach mal einen kleinen Ausfallangriff, weil sie haben momentan nur zwei Stalker. Und haben, fangen jetzt erst an, die zweite Basis zu saturieren. Also von daher können sie nicht viel haben. Dann nehme ich jetzt mal die dritte, ja? Ja. Ja, zwei Stalker, Mothership-Core. Mir ist das nicht, was sie gerade haben. Link ist gleich durch und Attack 1 ist gleich durch. Jo. So. Oh, hier ist ein Warp Prism von ihnen. Oh, ein Warp Prism von ihnen. Ah, die haben hier Dark. Haben sie Dark Templar? Echt ein Dark Templar hier. Gerade als ich meinen Observer bauen wollte. Scheiße. Ich hasse es nicht. Ach man, ich brauch irgend. Ja, die ganzen Pilots sind weg. Wir sind total lahmgelegt. Scheiße. Ja, und bei dir sind die Gruppen auch Dark Templar. Fuck, ja, Dark Templar werden gerade. Fuck, die haben Dark Templar Shrine. Ach, Mist. Scheiße. Nein. In der zweiten sind jetzt die Kanonen. Ah, aber natürlich haben sie jetzt natürlich viel mehr Schaden gekriegt, als ich ihn gerade anrichten konnte. Where shall we march? Sind das Ding hingebaut, das habe ich nicht gesehen. Ich habe selbst jetzt den noch nicht entdeckt. Die haben den irgendwo versteckt gebaut. Fuck. Oh nein. So, ich renne jetzt gerade auch mit einem Dark Templar an ihre Basis. Okay. Glaubst du, schaffst es irgendwie Observer zu bauen? Ich mach gerade halt. Hab gerade Pylons. So, Observer kommen. Okay. Aber ja, sie haben natürlich enorm Schaden angerichtet. Ja. Okay, Dark Templar sind tot. Jetzt renne ich gerade in ihrer Basis rum. Ich habe keine Kanonen, keine Observer. Versuch mal den. Jetzt bauen sie gerade überall Pylons.
Okay, Warpgate ist Schrott. Ah, da ist ein Observer. Also ihr Warpgate ist zumindest schon mal Schrott. Sie können keine weiteren Einheiten. Ja, haben sie mein Dings kaputt gemacht. Die Robotics. Also ich glaube, das ist so gut wie vorbei. Mann, es ist wirklich so ein paar Sekunden zu spät. Habe ich dran gedacht. Wollen wir raus, neues Spiel? Ja. Gut. Ah. Hätten sie jetzt nicht diese Dark Templar gehabt, ne? Zack, derselbe Plan auf beiden Seiten. Ja, und sie waren eine Sekunde schneller. Obwohl sie spät. Wahrscheinlich, deswegen hatten sie so spät ihre zweite Basis auch, generell. Ja. Weil sie halt irgendwo versteckt das Dark Templar-Ding gebaut haben. So. Der eine hatte 3000 Spiele und war schon mal Team Platin, aber Bronze, also 1v1 nie höher als Bronze. Scheint er einfach nicht zu spielen. Der andere ist Platin Arkham. Naja. Also ich glaube, dass wir gegen Lilith schon mal gespielt haben und schon mal ziemlich zerstört wurden. Kann sein. Ach, Dreck, ey. Ach, so knapp. Ich baue die Robotics noch und dann hätte ich genau in dem Moment Observer gebaut, wo sie da war. Wenn sie einfach nur zerplatzt, waren selber überhaupt nicht vorbereitet auf Dark Templar. Ja, naja, und ich war gerade mit der Armee drüben, hatte schon bei ihnen das alles kaputt gemacht und hätte jetzt da schön ihre gesamte Echo vernichten können, aber dann kamen die Dark Templar und haben einfach uns komplett vernichtet. Random. Pew Pew. Rinza und Rayman. Ach Gott, zwei Clan-Spieler. Da ist immer bei mir schon so, oh nein. Ja, aber es muss nichts heißen. Laut der Statistik haben wir bis jetzt größtenteils gegen Clan-Spieler verloren. Ja, muss aber trotzdem nichts heißen. Die spielen random. Okay. Mal gucken, was sie spielen dann. Ich habe das Gefühl, die werden Schieß spielen. Ich weiß nicht warum. Hab Vertrauen in die Starcraft Community. Community! Community! So, kannst gucken gehen, was sie denn so haben. Jo, was auch ein Tisch. Wir hatten heute noch nicht einen Terran. Nee, nur Protoss und Zerg. Von Zerg wurden wir zerlegt und von Protoss jetzt auch. Scheiße. Mann! Kann doch nicht sein. Und immer so gerade so ganz knapp eine Sekunde Entscheidung zu spät getroffen. Ja. Zerg. Zerg. Mit welchem Vorgehen? Bin ich gerade dabei zu gucken. Spawning Pool wird noch gesetzt. Na komm, beweg dich! Nein! Sie haben meine Ohren zu proben umzingelt. Scheiße. Ach. Sie hat noch kein Gas. Zweite. Also, sie haben auf jeden Fall eine zweite gesetzt und haben Spawning Pool gleich durch. Haben allerdings noch kein Gas genommen. Also, sprich, ein verspätetes Speedlink. Upgrade kommt, wenn überhaupt. Überleg gerade, was könnten wir gehen? Ich weiß gerade, ob wir einfach ganz plump den One-Base mal wieder durchziehen. Aber ich habe mich jetzt gerade schon dagegen entschieden. Ich wollte gerade sagen, nee, dann hätte es gerade anders bauen müssen. Mist. Wir sind ja fertig gemacht. Oh, zack. Wollen wir wieder auf Oracle gehen? Das hat jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, können wir machen. Wobei, dann hätte ich früher das Gas nehmen müssen. Naja. Probieren wir es trotzdem. Vielleicht sollten wir auch generell auf Air-Units gehen. Bis jetzt haben wir mit Air-Units eigentlich immer ganz gut gepunktet.
wenn wir uns rechtzeitig dafür entschieden haben. Ja. Jetzt habe ich hier nichts, wo ich das wirklich verstecken kann. Na gut, hoffen wir, dass sie nicht kommen. Jetzt muss ich... Das ist natürlich ein bisschen doof. Stargate so weit vorne. Naja, lässt sich ja jetzt nicht ändern. Solange du noch einen zweiten Pylon da irgendwann ransetzt, damit die nicht mit einem Pylon kaputt alles gleich weg ausschalten, ist alles gut. Ach, wer kommt denn da? Jetzt haben sie Speedlinge erst. Genau gerade, wo sie angreifen wollten, kamen die Speedlinge. Oracle kommt. Gut. Ui! Oh, holla. Also mit viel aber gleich. Na, habt ihr gleich ein Baneling-Nest irgendwo? Und wollt gleich mit Baneling basteln? So, das Oracle haben sie jetzt auf jeden Fall nicht bemerkt. Müssen wir halt hoffen, dass sie keine Spores haben. Ja. Jetzt können wir uns vielleicht für die Zukunft dann nochmal angewöhnen, dass wir dann einfach mit einem Adepten mal gucken gehen. Ob sie eins haben. Fuck, haben sie. Fuck. Es kann doch nicht sein, dass sie sich schon so darauf vorbereitet haben. Mann. Extrapolating strings. Harmonized. Reinterpret. Mist. I see. Harmonized. Ja, sie haben schon. Dritte Base haben sie jetzt. Okay. Lass mich erkunden, was baut ihr? Boah, diese Reichweite von den Dingern. Spawning Pool. Das sind. Ein Spire setzen sie. Sie haben jetzt einen Spire gesetzt. Ich habe da jetzt keine anderen Forschungseinrichtungen gesehen. Also außer Spawning Pool und ein Spire, den sie jetzt gerade bauen. Scheinen sie nicht auf keine andere Forschung zu gehen. Das heißt, also sie gehen voll auf gut aus. Okay. Das ist aber gut, dann können wir jetzt sofort von Anfang an. Oh, jetzt haben wir denn da Schönes. Dann brauchen wir gleich drüber. Hallo, ich hab doch. Jetzt hat das wieder nicht rechtzeitig gemacht. Der hat dreimal auf die F-Taste gedrückt, der hat's nicht gemeint. Sicher. Oh, Scheiße, Entschuldigung. Ich hab grad die Probe mitbekommen. Ich muss nochmal die Base nochmal wissen. The Templar, march. Yes, Executor. Faith, an Aerodine. Teleport successful. Die Pylons kommen, hör auf zu meckern. Extrapolating strings. Versuch nochmal rüber zu fliegen, um nochmal neue Spähinformationen zu kriegen. Vielleicht haben sie den Spire jetzt auch gelassen, wo wir ihn entdeckt haben. Also an sich, wir haben Spire haben sie auf jeden Fall gesetzt und haben... Ja, Mutas, die ersten Mutas sind bereits da. Ja. Also wir haben Phoenixes. Gut. Die müssten locker gegen die Mutas ankommen, die sie da haben. Noch nicht viele. Sehr schön.
Basis steht. So, Mutas. Wollt ihr jetzt gleich uns nerven oder nicht? Da sind sie, da sind sie. Na dann. Hallöchen! Na, wie geht's euch? Jawohl, da zerplatzen sie einfach. Da zerplatzen sie, haben keinerlei Chance. Flieht, ihr Narren! So, sie haben alle Mutas außer eine einzige verloren. Gut. Das klingt gut für mich. Also wollen wir jetzt einfach mal Mass Carrier probieren? Ja. Auf Mass Carrier, weil sie haben jetzt keine Bodentruppen. Sie hatten nur einen Spawning Pool und hatten einen Spire, wo ich zuletzt mit Oracle rübergeflogen bin. Das heißt, sie haben jetzt. Oh, sie haben Dingsbumse, die Corruptor. Und Mutas. Okay. Wir haben jetzt gleich auch plus 2 Attack. Sehr schön. Die Corruptor sind alle tot. Und ihre Mutas sind auch alle tot. Und zwei Overseers sind tot. Oh Gott, da kommen noch mehr Corrupted. Also sie haben sehr, sie gehen auf Massive Corrupted gerade. Brauchen wir was gegen Luft? Ja. Corruptor waren ja aber auch langsam, ne? Corruptor sind sehr langsam, ja. Aber es könnte sein, dass sie auf Rootlords gehen wollen. Aber die sind ja auch nicht schnell. Die sind auch nicht schnell, ne. Aber ich glaube schneller als Carrier. Ja, aber Broodlords können halt nur gegen Bodeneinheiten was machen. Ja. Oh, ich mach das schon. Mal. Drei Carrier. Denk dran, dass du die Schiffe. Ja, machst du, okay. So. Erforsche jetzt für die Carrier nochmal, dass sie schneller ihre Interceptors bauen können. Sehr gut. So, plus 3 Attack kommt für die Air Units. Sehr gut. Warum sind wir gerade so? So, hier können wir 3 wegziehen. Hier geht da runter. Hier können wir 3 wegziehen. Hier geht schon mal da runter. Ne, ihr geht ins Gas. Das macht ihr. Denn das Gas ist das Hauptproblem eines jeden. Ah, ihr sollt nicht alle. Warum? Was ist jetzt passiert? Was denn? Ich hatte plötzlich da unten so viele Probes und wusste nicht, wo sie herkamen. Okay. Also ich beschwere mich nicht über Probes. Was macht ihr denn da? Okay, sie sind jedenfalls da. Man beschwere sich nicht über zu viele Probes. Nur wenn sie halt das Army-Valium komplett dicht machen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ja. Also wir wurden von Mars Carriern immer zerstört. Yep. Du kannst ja theoretisch noch auf das Mothership gehen, ne? Die Mothership kurz zum Mothership upgraden. Ja, kannst du machen, wenn du willst. Ich habe aber echt keine Ahnung, wie das funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mothership can use Photon Overcharge, Mass Recall and Time Warp Cloaks nearby Units and Structures. Ach, das macht's einfach so. Okay. Kostet 300 Gas und 300 Mineralien. Da kommen die. Nein, Sörklinge sind halt die Dings nicht so gut. Weil sie einfach lange brauchen. Ach, du hast versehentlich Probes mitgezogen. Hab ich? Ja, macht nix. Ah ne, brauchen wir gleich bauen. Hier können wir wieder 4 wegziehen. Zack. Und hier auch 2 und dann haben wir es perfekt voll. So. Huch! Ja, hier links, Watchers. Naja,
sehe schon. Da zerplatzen sie einfach. So, plus 3 Attack ist durch für unsere Air Units. Gut. Vergiss es. Roach ist ein bisschen zu spät. So, ja, ich würde sagen, kannst eigentlich los, oder? Wir sind fast maxed out mit Carriern. Ich warte noch auf die letzten 2 Carrier, die gleich kommen. Na gut. Oder? Obwohl, hast recht, komm. Ich schicke sie, ich habe selber auf uns Carrier geklickt, dann kommen sie gleich hinterher. Gut. Und ich mit dem restlichen warp ich hier hinten mal noch ein paar Boden-Units rein, falls jetzt irgendein Konterpush kommt. Okay, soll ich die Boden-Units zurücklassen? Oder mit nö, mit. So, da kommen noch 2 Carrier. Gut. Hinterher gebucht. Oh, sie buddeln sich ein. Die haben eingebuddelte Roaches. Ah, Mist, da dann müssen wir jetzt schnell irgendeine Einheit killen. Für. Da sind sie. So, Observer kommen. Haben sich eingebuddelt? Haben sie eingebuddelt. So, der Observer kommt. Okay, kümmerst du dich da hinten rum? Ich greife jetzt an. Ich weiß nicht, ob das hier hinten genug ist, was hier rumsteht. Du hast doch die. Ich lasse die Bohneneinheiten hier zurück. Ach so, ja, die sind jetzt aber da hinten und die gucken gerade in unsere Basis rein. Ich schicke schnell zu dir. Da eine? Guck mal, was haben wir denn hier? Hier ist draußen schon. Hm. Ja. So angefangen. Oh, sind das viele! Oh mein Gott! Viele was? Viele Corruptor. Alter Schwede, sind das viele. Schon, komm schon. Scheiße. Verloren. Die Corruptor haben alle unsere Carrier einfach ohne Probleme platt gemacht. Gut, GGWP. Können wir jetzt schreiben, das ist vorbei. Das gibt's doch nicht. Mann! Was ist denn mit diesen blöden Zergs los? Ja, als du sagtest Corruptor, ich wusste ja, dass sie gut sind gegen er und dachte schon so, ja, ob wir da jetzt gerade so richtig fahren. Aber ich wusste, jetzt, dass sie so... Wir hätten sie jetzt halt auch voll in dem Glauben lassen können, wir gehen auf Carrier. Und einfach mit Massive Boden Units kommen. Na gut, da hätten die Corruptor nichts so machen können, ne? So, der eine ist Gold und Team Diamond. Scheiße, Mann! Gehört? Was? Nochmal. Der eine ist Gold und Team Diamond und der andere ist Silber und Team Platin. Ui. Na, einer der letzten Saisons gewesen. Zurzeit sind sie gar nichts. Naja, gut, aber das ist ja, wie gesagt, das ist immer das erste Mal, dass es angezeigt wird. Naja. Also ich denke mal, die werden schon in dem Dreh sein und haben auch 3600 Spiele. Na gut, das war's jedenfalls für dieses Mal. Wir haben gegen welche gespielt, die 6000 Spiele Erfahrung haben. Da. Ja. Sehr ruhig trotzdem. Das war jetzt wieder so. Ah! Okay, das nächste Mal wissen wir, wenn wir auf Carrier gehen und sehen, dass die mit Corruptern kontern wollen, dann gehen wir einfach stur auf Bodeneinheiten. Lass uns ins Leere laufen und. Wir haben jetzt viermal hintereinander verloren wieder. Wir standen hier gerade 4 Wins, 4 Loses. Letztes Mal, wo ich geguckt habe, jetzt stehen hier 4 Wins, 8 Loses. Ja, naja, ist so. Und wir sind wieder. Einzig und wenn das Silber und jetzt haben wir viermal hintereinander verloren. Du hast uns verflucht, Grauton. Tja, das gehört dazu. Beim nächsten Mal wird der Fluch sich lichten, sage ich. Hoffentlich, ja. Und wir sehen uns dann. Euer Grauton. Und euer The Ramen. Ciao. Ciao.